Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Speckmarmelade oder wie die Amis sagen, mein Bacon Jam vorstellen. Ich habe das mal umgesetzt auf die iPrep and Cook. Sensationelle Mischung für alle, die gerne grillen. Passt super zu jeder Art von Fleisch. Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, Lamm, völlig egal. Eine ganz leckere Zwiebelmasse, süß, scharf und ein wenig sauer, so ein bisschen Südstaatengeschmack. Probiert es aus, für jeden zum Grillen ein absolutes Muss. Ich hoffe, es gefällt euch. Hier die Zutaten für mein Bacon Jam. Ja, Bacon Jam, Speckmarmelade, klar. Wir brauchen natürlich Speck und zwar hier in diesem Fall Bauchspeck durchwachsenen. In den meisten Rezepten werdet ihr Bacon finden, also den, den man so abgepackt häufig im Supermarktregal findet. Bitte nehmt den nicht. Ich nehme ihn zwar auch für Frühstückseier oder für einfache Rezepte, aber der hat sehr viel Wasser und ist auch vom Geschmack her meistens relativ langweilig. Ich habe jetzt hier wirklich Bauchspeck genommen, den ich mir habe schneiden lassen an der Theke. Es lohnt sich, der Unterschied ist wirklich spürbar und schmeckbar. Probiert es aus. Also ich habe hier wirklich Bauchspeck von der Theke vom Fleischer genommen. 250 Gramm durchwachsenen Speck, den ich gleich noch ein bisschen kleiner machen werde, bevor er dann in die Maschine kommt. Dann kommen bei mir rein 250 Gramm rote Zwiebeln. Ich mag die roten Zwiebeln gerne. Ich finde, die haben einen etwas süßeren, angenehmeren Geschmack. Das passt zu dem Rezept ganz perfekt. Dann gebe ich dazu hier Knoblauchgranulat. Ihr könnt natürlich auch mit frischen Knoblauchzehen arbeiten. Da müsst ihr eigentlich aufpassen, die könnt ihr nicht zum Braten mit dazugeben oder solltet ihr nicht mit den Zwiebeln und mit dem Speck, denn Knoblauch, wenn er frisch ist, wird dann sehr schnell bitter. Also wenn, dann erst zwischendurch hinzugeben. Ich finde, das passt gut hier mit dem Granulat, deswegen nehme ich das Granulat. Dann nehmen wir normalerweise geräuchertes Paprikapulver. Das habe ich aber dieses Mal nicht gekriegt, das gab es bei uns nicht mehr. Und ich muss wieder bestellen, deswegen habe ich mal ersatzweise hier genommen, so eine Mischung, die heißt hier Beef Smoky Just Spices. Die habe ich schon ausprobiert, die ist auch super lecker, die ist rauchig, darum geht es, der Rauchgeschmack, der ist hier gut konserviert. Also kann ich euch nur empfehlen, heute bei mir hier Beef Smoky Just Spices hier von diesem Händler. Probiert es mal aus, wenn ihr kein geräuchertes Paprikapulver kriegt. Ja, dann kommt bei mir dazu schwarzer Pfeffer auf jeden Fall noch. Dann kommt Hot Sauce dazu. Das Ganze ist ja ursprünglich mal ein amerikanisches Rezept wieder. Die Amis machen Hot Sauce, also wirklich heiße, heißt scharfe Soße, in viele Rezepte, auch mit Buttermilch oder mit Geflügel. Ich habe hier mal die Zwiebelvariante, ist aber relativ egal für den Europäer, sie ist scharf. Darauf kommt es an. Und von daher hier eine Sriracha-Soße, jede andere Art reicht auch. Was richtig super scharfes hier in dieser Richtung solltet ihr nehmen. Dann kommt bei mir normalerweise Whisky dazu. Zu meiner Schande musste ich feststellen, wir haben keinen Whisky mehr. Also habe ich ersatzweise Sherry genommen, eigentlich einen trockenen. Das geht auch, also den kann man auch gut nehmen. Hier ein trockener Sherry, den ich dazu gebe. Dann kommt noch dazu hier Ahornsirup. Ihr kennt das schon von mir. Ich mag den gerne, weil der so einen rauchigen Geschmack hat und für das Rezept schon wichtig ist. Dann dunkler Balsamico hier, nur wenig, 25 Milliliter. Es macht einen Sinn, vielleicht mal zu schauen, ob ihr eine etwas edlere Variante nehmt. Ich habe hier mal so einen Cranberry-Cremer genommen. Der ist wirklich lecker und das schmeckt man auch tatsächlich. Das ist schon ein Unterschied zu dem, den man sonst so vielleicht bei seinem Supermarkt findet. Also wenn ihr die Chance habt, mal ein bisschen besseren Cranberry zu finden, Balsamica hier im Balsamico, dann probiert das mal aus. Aber ansonsten tut es natürlich auch ein Balsamico-Essig, den ihr sonst zu Hause habt. Ja, und dann eine Messerspitze Zimt kommt noch dazu. Das solltet ihr wirklich noch dazugeben, denn das macht nochmal den Unterschied. Das schmeckt man auch tatsächlich. Ja, und dann haben wir alles hier zusammen. Die Mengenangaben habe ich euch wie immer unten in die Infobox geschrieben. Ihr findet das komplette Rezept da und dann können wir eigentlich loslegen. Alle Zutaten sind jetzt vorbereitet. Der Topf ist auch vorbereitet hier. Ich habe schon mal das Ultrablade reingesetzt jetzt hier in den Topf. Das brauchen wir gleich. Vorbereitet habe ich den Schinken, den habe ich ein bisschen kleiner geschnitten jetzt hier, den gebe ich jetzt gleich in den Topf. Und ich habe die Zwiebeln auch schon mal vorbereitet, die habe ich jetzt gepellt und in etwas kleinere Stücke geschnitten und damit fangen wir jetzt auch an. Also zunächst mal die Zwiebeln in den Topf und dann kommt auch gleich der Schinken dazu. So. Und ich werde jetzt alles zusammen beim Stufe 13, hier Turbo-Stufe,
in dem Topf zunächst mal zerkleinern. Das heißt also Stufe 13 und zunächst mal 5 Sekunden und dann schieben wir schon mal runter. Auf geht's! So, erster Durchgang. Ja, und ihr seht, der Schinken ist schon kleiner geworden. Aber er ist noch ein bisschen groß und das möchte ich schon kleiner haben jetzt im Bacon Jam, auch wenn wir es am Ende ja immer noch mal kleiner machen können, kleiner pürieren können. Wir machen jetzt noch mal einen zweiten Durchgang und wieder mit der Turbostufe 13, 5 Sekunden. Also Turbostufe 13 und 5 Sekunden, auf geht's. So, das reicht erstmal. Wir können hinterher immer noch entscheiden, ob wir noch mal kleiner machen. Für mich ist das okay so. Ne, ihr seht also hier, das hat jetzt schon deutlich kleinere Konsistenz hier. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehme ich das Ultra Blade raus. Ich mache es hier mal so ein bisschen frei, dass das gleich besser geht. Und setze den Mix- und Rühraufsatz an. Also erstmal das Ultra Blade raus, denn das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, und jetzt drücken wir hier den Mixaufsatz ein. Das geht ganz gut. Wir müssen den Topf also nicht leer machen, das ist okay. Und jetzt werde ich das Ganze tatsächlich bei 130 Grad anbraten. Ich habe mich vorher immer gefragt, wozu braucht man 130 Grad? Jetzt weiß ich es, bei 130 Grad, denn normalerweise ist es so im Originalrezept jetzt, wenn wir das nicht als One-Pot machen, ich wollte es jetzt mal umsetzen auf die iPrep, dann lässt man natürlich vorher den Bacon aus, gießt den ab, entfettet den und gibt den erst hinterher wieder dazu, dann um die Marmelade weiter zu verarbeiten. Ich wollte ein One-Pot-Rezept machen und deswegen kommt bei mir heute der Bacon, der Schinken hier mit der Zwiebel zusammen in den Topf und ich werde das Ganze zusammen anbraten. Beim Rühren brauchen wir jetzt nicht so viel, da reicht Stufe 1, nein, nehmen wir Stufe 2 bei der Menge hier und bei der Temperatur, da schlagen wir jetzt richtig zu, da nehmen wir jetzt die Maximaltemperatur, nämlich 130 Grad und das lassen wir jetzt mal 10 Minuten anbraten, um das Ganze wirklich jetzt auszulassen und um auch den Speck in Anführungszeichen ein wenig krosser zu kriegen. Aber dazu brauchen wir schon ein bisschen Zeit, also 10 Minuten hier und zwischendurch schaue ich mal in den Topf. Auf geht's! So, gut, die Hälfte ist um. Wir schauen mal rein, wenn er mich dann aufmachen lässt. Ah, das geht. Ah, das hat sich doch schon verändert. Da sieht man also schon, kann man runterschieben. Zwiebeln und Schinken beginnen langsam hier sich zu vereinen. Wunderbarer Geruch schon. Natürlich ist das was anderes, als wenn ich jetzt den Schinken, den Bacon ausgelassen hätte in der Pfanne. Das kriegt man in dem Topf nicht hin, aber ich finde trotzdem für ein One-Pot-Gericht doch schon sehr lecker. Ja, so sieht das jetzt aus. Und wir haben noch keinen Geruchsvideo, es riecht schon ganz wunderbar. Also runterschieben macht einen Sinn und ich würde es jetzt die nächsten 5 Minuten noch mal weiter anbrutzeln lassen und dann machen wir weiter. Schiebe noch mal runter hier. So. Und weiter geht's mit den letzten rund 5 Minuten. So, die letzten Sekunden laufen und dann schauen wir mal, ob die Zwiebel-Schinkenmasse auch soweit ist. Er ist fertig. So. Ja, das brutzelt schon ordentlich. Ja, das sieht schon gut aus. Aber wie gesagt, bei dem Topf hier, selbst mit 130 Grad, der macht schon ordentlich Power, kriegt man natürlich
dass die Kamera wieder frei wird, kriegt man natürlich keine Temperaturen hin wie in der Pfanne auf dem Ofen, aber trotzdem riecht schon sehr gut, hat schon gut Aroma entwickelt und wir können jetzt hier weitermachen im Topf für dieses One-Pot-Gericht. Ich schiebe erstmal runter für Bacon Jam die Speckmarmelade und jetzt geben wir einfach nur alle anderen Zutaten hinzu. Zunächst mal Balsamico, die flüssigen, dann den Ahornsirup, den Sherry, und einen ordentlichen Schuss Hot Sauce Sriracha. Ich mache das ganz gern scharf. So, dann gebe ich das Knoblauchpulver hinzu. Einen Schuss Zimt. Und von dem geräucherten Paprikapulver normalerweise, wie gesagt, das habe ich nicht bekommen hier, dieses von Beefy Smoky, Just Spices hier, Just Spices Beefy Smoky. Und da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, das ist schon ganz ordentlich. Also da tue ich erstmal so einen halben Teelöffel, na, fast einen Teelöffel jetzt dazu. Das reicht erstmal. Nachwürzen kann man immer, ihr wisst es. Und dann haben wir das auch dabei und jetzt als letztes kommt noch Pfeffer hinzu. Da kann ruhig noch ordentlich was dazu, soll ja auch scharf und süß und ein wenig sauer sein. Ja, das war es an Zutaten. Mehr Zutaten haben wir nicht. Und dann können wir den Topf wieder schließen. So, und jetzt soll das Ganze reduzieren. Das heißt, bei der Stufe jetzt hier, da müssen wir jetzt schon dafür sorgen, dass die Masse auch wirklich gerührt wird, und da stelle ich jetzt Stufe 4 ein. Und bei der Temperatur nicht mehr ganz so hoch, da brauchen wir nicht die 130 Grad, aber 100 Grad sollen schon sein, denn die Masse soll jetzt wirklich eindicken, soll eine Feuchtigkeit verlieren, also 100 Grad. Und das Ganze würde ich auf jeden Fall nochmal 5 Minuten hier einkochen lassen und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr Zeit brauchen und ob das reicht. Und immer zwischendurch mal in den Topf gucken, wie so die Konsistenz ist. Auf geht's! So, gut, die Hälfte ist um von den 5 Minuten. Wir hören mal auf, wir stoppen jetzt mal. Das riecht schon ganz wunderbar. Oh, ihr seht es ja. Wunderbar, wunderbar. Ein ganz wunderbarer Geruch schon. Süßlich, scharf, der hier durch die Küche zieht. Meine Kamera gerade beschlagen lässt. Ja, so. Wieder besser. Also es riecht schon ganz fantastisch, aber es ist noch relativ flüssig. Und deswegen schieben wir jetzt mal ein bisschen runter und lassen dann die letzten 5 Minuten hier die Bacon Jam nochmal reduzieren bei 100 Grad und dann sollte sie auch fertig sein. So, schließen den Topf. Und lassen die letzten 2 Minuten noch kochen. Auf geht's! So, Zeit ist abgelaufen. 5 Minuten, jetzt schauen wir noch mal rein. Ja, der Geruch ist unfassbar. Und das riecht schon wahnsinnig lecker. Ja. So. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus, aber für mich persönlich vielleicht doch noch etwas grob. Ich würde jetzt noch einmal einen Durchgang einschieben und würde den Rühreinsatz durch den Ultra Blade ersetzen. Das ist jetzt bei der Konsistenz auch kein großes Problem. Und dann würde ich noch einmal nachpürieren, damit wir doch eine etwas feinere Konsistenz haben. Also wir tauschen noch mal aus. Und ich lasse jetzt noch mal hier einmal Stufe 10
10 Sekunden durcharbeiten und dann sollten wir auch durch sein. Auf geht's! So, das geht erst jetzt. Ja, und jetzt sieht man, hat die Masse doch eine andere Konsistenz. Und jetzt lassen wir jetzt ein bisschen auskühlen, dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ja, ich habe jetzt den Bacon Jam mal rausgeholt aus dem Topf und umgefüllt hier. Der Geruch ist unbeschreiblich, süß, scharf nach Bacon, nach Zwiebeln, absolut fantastisch. Ich habe auch schon probiert, der Traum, wir wollten heute Abend sowieso grillen, passt jetzt perfekt zum Lamm und auch zum Geflügel. Probiert es unbedingt aus, dieser Cajun Style ist wirklich süchtig machend. Also aus meiner Sicht denke ich, es hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.